Es ist der Albtraum jedes Patienten. Ein Pfleger tötet über Jahre hinweg immer wieder kranke Menschen und keiner scheint es zu merken. Am Landgericht Oldenburg hat ein Krankenpfleger 90 Taten gestanden. Bis zu 30 Patienten sollen gestorben sein. Heute hat sich der 38-Jährige, der wegen dreifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs angeklagt ist, erstmals vor Gericht geäußert. Auf diesen Tag hat die Anwältin Gabi Lübben lange gewartet. Seit September vergangenen Jahres vertritt sie vor dem Landgericht in Oldenburg Angehörige von Opfern des ehemaligen Krankenpflegers Nils H. Der Angeklagte will sich an diesem Vormittag erstmals ausführlich zu den ihm vorgeworfenen Taten äußern. Das wird heute ein ganz schwerer Tag für meine Mandanten. Ihn nochmal reden zu hören, sich mit dieser Stimme auch zu identifizieren, das wird nicht einfach heute. Aber es ist wichtig, um die Taten auch zu bearbeiten. Ist Nils H. verantwortlich für eine beispiellose Mordserie? In Oldenburg steht der 38-Jährige derzeit wegen dreifachen Mordes und zweifachen Mordversuches vor Gericht. Als Pfleger auf der Intensivstation des Klinikums Delmenhorst soll er Patienten ein Medikament verabreicht haben, das schwere Herzprobleme auslösen kann, um sich dann als Ersthelfer und Lebensretter hervorzutun. Im Laufe des Prozesses gab er insgesamt 90 solcher Fälle zu. 30 Patienten sollen das nicht überlebt haben. Ja, beim letzten Termin konnten wir rausarbeiten, dass das nur Mindestzahlen sind. Der Sachverständige hat ganz klar gesagt, dass auch der Angeklagte, wenn es 40 würden, darüber nicht erstaunt sein würde. Also das ist die absolute Untergrenze, die wir da gehört haben. Und wir gehen von weitaus mehr Toten aus, die er auf dem Kerbholz hat. Tatsächlich könnte die Zahl der Opfer noch weitaus höher liegen. Eine Sonderkommission geht über 200 Verdachtsfällen in verschiedenen Kliniken nach. In dem aktuell laufenden Ermittlungsverfahren untersuchen wir systematisch alle Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem ehemaligen Krankenpfleger stehen könnten, um endgültig festzustellen, ob er für weitere Todesfälle verantwortlich ist. Wir untersuchen daher alle Sterbefälle der ehemaligen Arbeitsstätten von ihm. Auch gegen Mitarbeiter der Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg, wo der Pfleger gearbeitet hat, wird ermittelt wegen Totschlags durch Unterlassen. Seine Kollegen sollen ihn scherzhaft Rettungsrambo genannt haben. Es soll immer wieder Verdachtsmomente gegeben haben. Bis heute ist die Frage offen, warum niemand früher einschritt, warum Nils H. sein Wirken über eine so lange Zeit unbehelligt fortsetzen konnte. Frank Laugstermann war einige Jahre Kollege von Nils H. im Klinikum Oldenburg. Ich bin heute schon der Meinung, oder frage mich auch, hätte ich lauter schreien müssen, hätte ich lauter sagen müssen, da ist was faul. Es war allen bewusst, dass da was schief läuft. Und teilweise wurden sogar Menschen geblockt, die das anzeigen wollten, dem Vorgesetzten. Nur kurz habe er nach seinen Taten ein Gefühl der Reue gehabt, erklärte Nils H. am Vormittag vor Gericht. Aber ein Hochgefühl, wenn er einen Patienten erfolgreich reanimieren konnte. Das Urteil soll kommende Woche fallen. Es ist davon auszugehen, dass der Fall Nils H. damit noch lange nicht abgeschlossen ist. Ja, und in Oldenburg beobachtet unsere Reporterin Christiane Hoffmann für uns den Prozess. Was hat denn der Ex-Krankenpfleger heute vor Gericht ausgesagt? Hat er sich zum Motiv seiner Taten geäußert? Er sagte, er habe immer spontan gehandelt, also sich innerhalb weniger Minuten einen Patienten ausgeguckt, ihm dann dieses Herzmedikament verabreicht, immer dieselbe Dosis, denn er wollte nicht töten, wie er sagte. Er wollte lediglich den Kick einer erfolgreichen Reanimation spüren und ein Lob von seinen Kollegen bekommen, ein Hochgefühl erleben. Denn insgesamt war er in seinem Leben, und das ist wohl auch ein Motiv, unterfordert, in seinem Job unterfordert. Er war gelangweilt und er hatte Probleme in seiner Ehe. Waren denn betroffene Familien im Gerichtssaal anwesend und wie waren vor allem deren Reaktionen? Es waren Familienangehörige der Opfer anwesend. Sie haben insgesamt den Prozess sehr aufmerksam verfolgt und auch heute die Äußerungen des Angeklagten. Der Angeklagte hat sich am Ende seiner Ausführungen direkt an die Angehörigen gewandt, hat gesagt, es täte ihm leid. Und er hoffe, dass sie jetzt mit dem Ende des Prozesses eben auch mit diesen Tötungen abschließen können. Angehörigen sagten mir wiederum, sie glauben nicht, dass er diese Reue ernst meint, dass sie akzeptieren diese Entschuldigung nicht, denn er habe sich über den ganzen Prozess hinweg sehr unemotional, sehr kalt verhalten. Für sie ist er ein kaltherziger Mann. Christiane Hoffmann, herzlichen Dank für diese Information aus Oldenburg.